Tag. Guten Tag. Sie sind mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Warum? Na, ich hab Angst bei dem Auto. Das Ding nur angetippt, das Gaspedal. Wer ist er denn da? Hallo? Das ja, ist viel zu schnell für mich. Ja, dann müssen Sie sich ein anderes Auto zulegen. Sie gefährden ja sich und Ihre... Nein, ich gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer. Na, ich, ja, wenn Sie, das, wenn Sie aber selbst sagen, das ist Ihnen zu schnell. Da. Na, das konnte ich müssen ja vorher sich, nicht wissen. Müssen Sie sich mal ein bisschen beraten lassen im Autohaus. Na, das wollte der Mann einfach nicht. Tut mir ja leid, aber ich gelobe Besserung, okay? Ja, nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mal Ihren Führerschein überprüfen und Ihren Fahrzeugbrief. Und da ich hätte gern... Auto, einmal... Ich hätte gern, ja, Verbandskasten und Warndreieck gesehen. Ja, Warndreieck, tschüss. Machen wir mal bitte den Kofferraum auf. Na, der ist doch offen, oder? Guck mal rein. Ich such da mal die Papiere. So, Warndreieck und Schutzweste sind vorhanden, also Warnweste, alles da. Na, zeig ich doch. So, bitte, wer wollte jetzt hier? Gut, dann würde ich sein sehen und so. Officer, weil ich würde ich sagen, überprüfen Sie den Führerschein und ich werde das Kennzeichen aufschreiben und durchfunken. Na, bitte hier. Und natürlich. Und da hast du alles. Herr Wanner, ich werde Sie einmal kurz fesseln müssen, um Ihren Führerschein zu überprüfen, ja? Also bitte nicht erschrecken. Hallo? Bisschen lauter reden, ich bin nur 65 Jahre alt. Zentrale, ja, hier Einsatzwagen 3445, ich bräuchte einmal bitte eine Kennzeichenüberprüfung von einem BMW und zwar mit dem Kennzeichen... Sag mal, das bitte auf dem Herzen, mein Sohn. Nur eine ganz normale Routineüberprüfung, also ich muss Sie einmal kurz fesseln. Ich muss Sie einmal kurz fesseln, um den Führerschein zu überprüfen, also nicht erschrecken. Okay. Na, ich gehe nur von der Straße, die fahren ja hier wie die Besenken. Ja, die natürlich. Aber bitte nicht so fest, das gibt wieder blaue Flecken und so. Ja gut, Zentrale meldet, Auto ist auf einen gewissen Herrn. So, das war schon. Lassen. Stimmt das denn überhaupt? Nein, Führerschein ist in Ordnung. Na wunderbar. Ja gut, dann stimmt das überein. Dann sind Sie hiermit mündlich verwarnt, sollte das nochmal vorkommen, müssen wir Ihnen einen Bußgeld aufbrummen, beziehungsweise im extremsten Fall den Führerschein entziehen. Nee, das wollen wir ja nicht, ne? Ich muss ja noch ein bisschen arbeiten für die Eltern. Das wollen wir nicht. Richtig, deswegen halten Sie sich bitte jetzt an die Verkehrsrichtlinien und dann haben Sie auch keine Probleme. Wie schnell darf ich denn fahren? Sehr gut, ne? Dann Ihnen noch einen schönen Abend. Wiedersehen. Wie schnell darf ich denn fahren? Hallo? Warten Sie, Herr Werner. Auf dem Highway dürfen Sie 130 fahren. 130 auf Landstraßen 90. Okay. Sehr gut. Tschüss. Moment, Herr Werner, Moment, so nehmen Sie Ihr Telefon noch mit. Habe ich hier auf dem Boden. Ah ja, mein Telefon. Oh, das ist aber nett von mir. Oh, danke, mein Sohn. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Was denn jetzt? Oh, Alter, hier läuft er, Achtung.